Die Headlines des Tages. Schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt. EU-Außenminister in Brüssel und Beethovens Knochen im Josephinum. In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Demonstranten die schwedische Botschaft in Brand gesteckt. Das schwedische Außenministerium teilte mit, das Personal sei in Sicherheit. Bei den Demonstranten handelt es sich um Anhänger des einflussreichen Schiitenführer Moqtad al-Sadir. Viele kletterten über Absperrungen und riefen Parolen wie »Ja, ja zum Koran«. Das Stürmen der Botschaft sei eine Reaktion auf neu geplante Koranverbrennungen in Schweden. Das irakische Außenministerium verurteilte die Attacke auf die diplomatische Einrichtung. Videoaufnahmen zeigen, wie eine Raubkatze im südlichen Berlin ein Wildschwein erlegt. Womöglich handelt es sich hierbei um eine Löwin. Anrainer wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Beunruhigung ist groß. Wir sind um 1.30 Uhr knapp wach geworden, weil so laut der Hubschrauber zu hören war. Dann haben wir aus dem Fenster geguckt, der war dann direkt über uns. Den haben wir auch gehört und gesehen. Genau, und dann haben wir gerätselt, was es sein könnte. Und heute früh dann erfahren durch die Zeitung, dass hier ein Löwe rumlaufen soll. Nach dem Tier wird seit Donnerstagabend fieberhaft gesucht. Woher es stammen könnte, ist noch völlig unklar. Von Expertenseite wurden inzwischen auch Zweifel laut, ob die Geschichte denn überhaupt stimmt. Wie soll, kann und darf der Ukraine künftig geholfen werden? Worauf verständigt sich die EU? Außenminister Alexander Schallenberg ist zu Beratungen in Brüssel. Konkret geht es darum, wie sich die Europäische Union an einer Art Sicherheitspakt für die angegriffene Ukraine beteiligen kann. Unser Dafürhalten sollte man ein Gesamtpaket schnüren. Also nicht nur auf der einen Seite so eine Einzelmaßnahme rausgreifen und über letales Gerät sprechen, sondern wenn, dann muss auch die makrofinanzielle Hilfe, die humanitäre Hilfe, dass wir das Gesamtpaket der Unterstützung EU für die Ukraine besprechen und nicht sozusagen Einzelpunkte rausnehmen. Eines ist klar, wir werden weiterhin der Ukraine solidarisch zur Seite stehen, wir werden sie weiter unterstützen, aber in welchem Ausmaß und wie das finanziert wird im Einzelnen müssen wir noch besprechen. Die Aufkündigung des Getreideabkommens seitens Russland hält Schallenberg für eine Katastrophe. Das ist ein Schlag ins Gesicht eigentlich von Staaten in Afrika und anderswo, die auf dieses Getreide angewiesen sind. Und ich glaube, Moskau bemerkt es auch gerade, weil Putin ja versucht, jetzt eine Kurve zu kratzen. Wir von der Europäischen Union haben Angebote gemacht, wie man den legitimen Ansinnen Russlands entgegenkommen kann. Hier setze Russland den Hunger in der dritten Welt als Waffe ein, so Schallenberg. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert angesichts der russischen Angriffe auf Hafenanlagen eine Ausweitung der Militärhilfe. 196 Jahre nach seinem Tod sind am Donnerstag Knochenteile von Ludwig van Beethoven an das Wiener Josephinum übergeben worden. Kathi Hihaker berichtet. Die Medizinische Universität Wien hat heute mutmaßliche Schädelteile des Komponisten Ludwig van Beethoven als Schenkung erhalten. Die sogenannten Seligfragmente werden nun in die umfangreichen Sammlungen des Josephinums aufgenommen. Der Gerichtsmediziner Christian Reiter hat die letzten 20 Jahre die Schädelteile untersucht und zweifelt nicht an der Echtheit dieser Fragmente. Und ich muss sagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass diese Knochen echt sind. Und berücksichtigt man noch diese Bleikonzentration in den Knochen, dann erhärtet sich das zusätzlich. Das heißt, wir haben hier ein ganz kostbares Material bekommen, mit dem wir hoffentlich in den nächsten Jahren weiter forschen dürfen. Mit weiteren Untersuchungen, wie etwa auf DNA-Basis, wird man in nächster Zeit herausfinden, ob es sich tatsächlich hundertprozentig um Ludwig van Beethoven handelt. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.